unserer Frauen dort beleidigt. Keine Frau wurde angegriffen. Und außerdem, die Menschen hier, meistens, wenn sie diskutieren, sie gehen mit den Leuten respektvoll um. Sie wollen gerne zuhören. Und derjenige, der dich hasst, er kommt von da vorbei und er sagt, und dann geht er weg. Er kommt sowieso nicht zu dir. Und außerdem, es gibt Ordnung. Und wenn jemand beleidigt und so, Polizei, wo ist das Problem? Und besonders, du hast Zeugen. Und dann, wenn du nur Polizei sagst, man, die Sache hat mit Geld und Strafe zu tun. Dann, und ich sage dir, unsere Erfahrung sagt, sowas gibt es nicht. Und gab es nicht. Ein Jahr lang haben wir gemacht. Keine Frau wurde beleidigt oder wurde ihr Kopftuch gezogen oder so. Nein, das wurde nicht gemacht. Und weißt du, dass das in dem deutschen Gesetz, dass man jemanden aufgrund seiner Religion schlägt oder beleidigt, bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe. Bis 5 Jahre Freiheitsstrafe. Das hängt davon ab, was er gemacht hat. Und deswegen muss man, die Leute, sie wissen hier ihre Grenze und sie kennen ihre Grenze. Und besonders, wenn man in Mitte der Stadt ist, das ist, inshallah, ta'ala, passiert nicht. Ja? Und wenn ihr so schlechte Erfahrungen habt, dann habt ihr Vorsichtsmaßnahmen, dann macht ihr das nicht. Oder ihr sagt das der Polizei und dann habt ihr neben euch Schutz. So, nächste Frage. Salam alaikum. Ich bedanke mich für diesen Vortrag. Gerne. Auf jeden Fall. Meine Frage ist zum Beispiel. Zaymiya Nslimelt Mensli. Meine Frage ist zum Beispiel, also wenn man weiß, dass jemand aus einer verbotenen Quelle sein Geld verdient. Zum Beispiel jetzt, wie in Marokko gibt es eine große Diskussion um Banker, so eine verbotene Quelle haben. Ob man da, wenn man zum Beispiel also jetzt Familienmitglieder, der hat die Banker zum Beispiel sind, oder ob man bei denen zum Beispiel Essen und zum Einladung. Okay. Die Frage ist, wenn jemand in der Familie Geldquellen hat, das heißt sein Lohn, sein Gehalt ist vermischt und gemischt mit Haram und Halal. Bei Banker in Marokko oder irgendwo, er hat Haram und Halal. Haram ist alles, was mit Zinsen zu tun hat, und Halal alles, was nicht mit Zinsen zu tun hat. Zum Beispiel das Verwalten von Geld, Konto öffnen, Konto zuschließen und Überweisungen tätigen. Jemand sitzt und macht nur Überweisungen tätigen. Überweisungen tätigen. Es gibt Halal und Haram. Und Jama'a, amalan salihan wa akhara fasidan. Der hat Schlechtes und Gutes. Bei diesen Leuten, wenn ich zu den Verwandten gehe, esse ich von ihrem Geld. In diesem Fall isst du von ihrem Geld. Weil es gibt einen Teil ihres Geldes, was halal ist. Aber wenn jemand ausschließlich von Haram ernährt wird, du darfst von ihm nichts essen. Du darfst von ihm nichts essen, auch wenn er verwandt ist. Auch wenn er verwandt ist. Wenn Gutes und Schlechtes, dann wird nicht alles schlecht? Nein. Nein, vom Geld her wird nicht alles schlecht. Allah subhanahu wa ta'ala, weil das ist eine Leistung. Jemand sitzt und macht jetzt eine Sache, die gar nicht mit Zinsen zu tun hat. Aber er ist gleichzeitig in einem System drin. Ja, für seine Leistung, die er macht, das ist eine Halal-Sache. Aber dass er in dieser Institution mitmacht, das ist auch ein Teil von Haram. Und deswegen, und aufgrund der Verwandtschaftsbande und der Nutzen, isst man von denen und sagt Bismillah und isst man von denen und geht man davon und sagt, ja Allah, von dem Teil, was halal ist. Ich esse von dem Teil, was halal ist. Und Allah Ta'ala belohnt dich für deine Absicht. Wallahu Ta'ala, ala wa ala. Noch mal mit der Frage, jetzt muss ich ein bisschen privat werden. Nee. Und zwar, wenn ein Familienmitglied, also beide Familienmitglieder in Spielhalle betreiben, ausschließlich, und daneben noch ein Internetcafé, was ist dann? Der Bruder sagt, wenn ein paar Familienmitglieder, sie haben Spielhalle, also wo Lotto und Glücksspiel gemacht wird, ja, und zwei Hallen und sie haben gleichzeitig in dem drinnen. Spielhalle rechts zum Beispiel. Gehört aber zu dem Projekt. Ja. Haben sie dann Internet. Dann sagen wir, in diesem Fall, die Arbeit und die Hauptarbeit ist ja Spielhalle und Spielothek. Auch derjenige, der dort sitzt, wegen Internet, er sitzt da im Internet nur, damit er geholfen wird, drinnen zu bleiben und nicht extra rauszugehen, um woanders seine E-Mail abzulesen. Das heißt, nur dafür. Und der Schwerpunkt und alles ist ja nur um den Spielothek. Zu solchen Leuten macht man das klar und deutlich. Ich bin zu dir gütig, du bist mein Onkel bzw. mein Cousin, aber ich mache das nicht, weil du dein Geld aus Haram
aus Haram machst und ich werde das nicht von dir essen. Und ob er das nimmt oder nicht nimmt, wenn er Muslim ist, er wird das inshallah ta'ala mit der Zeit begreifen. Und du bist auf der sicheren Seite. Warum? Weil in diesem Fall sein Geld ausschließlich von Haram ist. Und diese Sache ist nur eine nebenbei. Ja? Nur eine Sache, die dazu eigentlich gehört. Wallahu ta'ala ala. Aber wenn er Spielothek hat und woanders hat er ein Internetcafé und hier ein Internetcafé und so, dann ist die Sache was anderes. Hier hat er Geldquelle und hier hat er Geldquelle. Und da ist es gleich wie bei dem Bruder. Bei dem Bruder. Wallahu ta'ala ala ala. Nächste Frage. Nein. Darf man Muslim zum Beispiel so Antiquitäten von anderen Religionen verkaufen, also einen Antiquitätenladen? Darf ein Muslim Antiquitäten von anderen Religionszugehörigen kaufen und verkaufen, wenn sie mit Schirk zu tun haben, wie Götzen, die verehrt werden, oder Kreuz, dann darf er diese Sachen, die damit zu tun haben, nicht verkaufen. Aber wenn es eine Sache, eine alte Uhr oder eine alte Schrank und so, das ist kein Problem. Oder etwas, was mit Kultur zu tun hat. Ja, mit Kultur dieser Leute zu tun hat und die nicht Schirk beinhaltet, dann ist das kein Problem. Wenn die Sache Schirk beinhaltet, nein, da helfen wir nicht von nah und nicht von weit. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Halten wir fern von der Schirk. Und wenn so einer es trotzdem tut? Dann macht er Sünden. Das ist wieder das gleiche, Achi Karim. Wenn er das trotzdem tut, dann hat er ja auch andere Antiquitäten verkauft. Verstehst du? Das heißt, sein Geld ist mit Sünden, aber auch mit Halal. Das meinst du, ja? Er verkauft diese Schirk-Sachen und gleichzeitig was anderes? Das meinst du? Ja, das ist dann, wie der Bruder gesagt hat. Ja, wie ist das dann mit dem Dönerladen, die auch Alkohol verkaufen? Dann verkaufen die einen Halal-Döner und Haram-Alkohol. Nein, warte mal. Wir reden ja... das ist eine Frage. Barakallahu fikum. Das ist eine Frage. Wir reden ja, Achil Karim, nicht über Laden, wo man kaufen geht. Wir reden über jemanden von deinen Leuten, der dich einlädt bei sich. Und er will dir was verkaufen. Aber wir reden nicht über Läden. Hallo? Das ist eine andere Sache. Ein Laden, der Alkohol verkauft... Und er verkauft Fleisch, ich kaufe gar nicht von ihm. Warum? Nicht vertrauenswürdig. Nicht vertrauenswürdig. Wenn er Alkohol verkauft, er kann lügen. Er kann betrügen, er kann alles. Für mich als Muslim. Ich kann nicht von ihm kaufen. Und deswegen, das ist ein anderes Thema. Wir reden nicht über Läden, wir reden jetzt über Verwandten und Leute, die zu deinen Verwandten gehören und sie haben in ihrer Arbeit Halal und Haram und er lädt mich ein, darf ich mal von seinem Essen essen. Das ist was anderes. Aber Läden und mein Geld extra dafür ausgeben, das ist nicht der Fall. Allahu a'lam. Das ist eine allgemeine Frage, die man öfter mitbekommt von den Leuten. Wie soll ich zum Beispiel als nicht als Da'iya oder Alim oder auch immer als ein Laienmensch mich verhalten bezüglich Du'at, wo angeblich gehören die zu dieser Sekte oder diese Gruppe und was ich von dieser Person kenne, zum Beispiel, dass sie Gott sei Dank vertrauenswürdig ist, akzeptant in der Umma der Muslime, aber könnte ja verschiedene oder andere Meinungen haben bezüglich dieser Sache oder der anderen Sache. Ist das von, yani, gehört zu Ahle Sunnah Jama, dass man wegen einer Meinungsverschiedenheit komplett von dem nichts hört? Oder kann man von dem das nehmen, was mit Sunnah ist und das ablehnen, was nicht von Sunnah ist? Wie soll man als Laie... Barakallahu fik. Der Bruder fragt, als Muslim oder als Da'iya oder, wie kann man damit umgehen bei bestimmten Duats, die andere Meinungen in bestimmten Themen, wo sie abweichen von der, sag ich mal, von der optimalen, guten Weg der Rechtleitung, wo sie ein bisschen abweichen, wie soll man umgehen mit diesen Duats? Soll man sie abseits lassen und von ihnen nichts nehmen? Oder soll man das Gute von ihnen nehmen und das andere, das Falsche auf der Seite lassen? Achim Karim, wenn wir über Leute von Ahlus Sunnah reden, Sunniten, dann respektieren wir jeden, solange seine Meinung auf ein Verständnis, was von den Ulama bestätigt ist, oder von vielleicht aus Unwissenheit oder aus Mangel der Erfahrung. Wir reden über sie gut, wir beleidigen sie nicht, wir beschimpfen sie nicht.
aber wir machen darauf aufmerksam. Und wir zeigen die typischen Fehler der Dauer. Und das heißt nicht, dass man diesen Mensch beleidigt oder dass man diesen Mensch abseits lässt, Gottes Willen. Das ist ja eine Sache. Die Religion ist eine anvertraute Sache, Achilkerin, besonders bei Duat. Und man darf nicht die Religion mit Interesse verbinden. A'udhu billah, dann sind wir Betrüger. Und man darf nicht schlecht denken über jemanden, wenn er auf Fehler hinweist, dass man dann auf einmal denjenigen verdächtigt oder verleumdet und sagt, ach, diese Leute, sie sind Gegner von den A'udhu billah. Hier geht es um Religion. Hier geht es um Religion. Und deswegen, man weist auf ihren Fehler hin und man warnt von den Fehlern unabhängig von den Personen. Das Problem ist bei den normalen Menschen, die nicht unterscheiden können und nicht dieses Vermögen haben, und dadurch werden sie mit einer bekannten Methodik der Provokation, der Härte, der Strenge infiziert. Und dann schlucken sie das und dann handeln sie danach. Da muss man erwähnen, als Da'ia, als Khatib, als Prediger in deiner Gemeinschaft, unter deinen Leuten, musst du das klar betonen, dass du ein paar Beispiele gibst und dass du davor warnst und dass das falsch ist, unabhängig von der Person. Genauso wie wir es heute gemacht haben. Wir haben ein paar Methodiken erwähnt und jeder hat es gehört und er versucht zu reflektieren und, das dann natürlich in Praxis zu setzen. Aber natürlich, da liegen wir in einer heiklen Sache. Es kann gefährlich sein, es kann aber gut sein. Deswegen wichtig ist, dass man den Zuhörer die Grundlagen gibt und danach lässt man ihn. Weil, es obliegt uns nicht, dass wir die Leute zu einem Weg, das heißt, du musst diesen, nein, 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 die Botschaft, du erklärst und lass die Leute. Jetzt, ich kam zuletzt zu einer Moschee in Westdeutschland. Da hat mir einer gesagt, guck mal, wenn du hier bist, dann bitte sag diese Meinung und diese Meinung und diese Meinung, aber nicht diese Meinung und nicht diese Meinung und nicht diese Meinung. Mashallah, der erinnert mich genau an die diktatorischen Zeit, wo man sagt, la arakum illa ma ara. Ihr müsst sehen, das was ich sehe. Ich sage, Ach al-Karib, Subhanallah, Subhanallah, willst du diese Religion so eng machen? Imam Malik, als der Khalifa zu ihm kam, er sagt ihm, ich werde alle Leute auf diesen Madhab bringen lassen und nur dein Muwatta gilt als Grundlage. Er sagt ihm, la zalas ashabu Rasulullah as miyah mukhtalifin. Die ganze Zeit waren die Sahaba selber uneinig in vielen Sachen. Lass, solange die Sache auf Beweis begründet ist, auf Qala Allah, Qala Rasulullah und Verständnis von großen Ulama, lass, mach nicht die Sache eng. Das darf nicht sein, liebe Brüder. Wenn wir die Brüder so erziehen in der Da'wah, dass das nur eine Meinung, dann haben wir nichts erreicht, außer ein verkrampfter Da'ir. Hallo, Subhanallah. Die Religion ist nicht so. Und geh mal in Fiqh, alhamdulillah, ta'lam hadal umur. Du findest in jedem Kapitel Dutzende Meinungsverschiedenheiten. Kein Kapitel, wo du, wenig davon, sie sind gezählt sogar. Es gibt Bücher, wo man gezählte Einigkeiten von Rechtsschulen, über 300 oder 200 Einigkeiten in den Tausenden und Abertausenden von Rechtsurteilen. Und deswegen, Achil Karim, wir müssen ein breites Herzen haben für unseren Brüdern. Wir müssen sie respektieren. Wir müssen sie lieben. Besonders diejenigen, die auf der Sunna sind, die nicht abweichen von dem geraden Weg. Ich rede dabei nicht über die Methodik von Takfiris. Takfiris, tut mir leid, sie haben die paar Fundamente verlassen. Zum Beispiel das Beleidigen von Ulama. Ja? Dass sie die Ulama nicht respektieren, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Das ist das schlimmste Garis, was es gibt. Daher, diese Leute werden, man warnt von ihnen. Aber Leute, alhamdulillah, die das Gute wollen und sie strengen sich an und sie ändern sich auch und versuchen, aber sie haben eine bestimmte Art, die falsch ist. Es bleibt uns nur, dass jeder in seine Da'wah, in seine Gemeinde erklärt und Aufklärungsarbeit macht und Allah übernimmt den Rest. Und Allah Ta'ala leitet recht. Aber aufklären muss man. Aufklären muss man. Und deswegen, alhamdulillah, yani,
diese Leute, die Da'wah machen, aber dabei haben sie eine Art Provokationsart, harte Art, strenge Art. Ich sage, ich mache mir für sie besser Dua und sage, möge Allah Ta'ala ihnen, irhamukallah, mehr Verständnis geben. Mit der Zeit, Da'wah braucht Erfahrung. Ja, der Abd al-Da'if, vor 12 Jahren, als ich angefangen habe, yani mit der Zeit habe ich vieles gelernt. Und ich bin nicht stehen geblieben in vielen Sachen. Damals hat man falsche Formulierungen, weil man nicht die Übersetzung kennt. Sprachschwäche hat man gehabt. Und dann kommt man total falsch an. Und manchmal hat man etwas falsch verstanden. Ja? Aber wichtig ist, dass man änderungsfähig ist, aber zum Guten. Nicht ein Stein und so verkrampft bleiben. Nee. Nur lese von diesem Buch, aber nicht von diesem Buch. Hör von diesem Scheich, aber nicht von diesem Scheich. Hallo, wann habt ihr die Menschen zum Sklaven gemacht, wo sie alle frei geboren sind? Nein, lass sie, solange sie von den Ulama, von Ahlus Sunnah nehmen, lass sie. Du darfst niemanden zwingen und eine Meinung aufzwingen. Und deswegen, diese Brüder, wir beten für sie und sie, jeder leistet, ob du es siehst oder nicht. Auch wenn du vieles Falsches siehst, Wallahi, sie leisten Gutes. Und sie haben, inshallah, eine gute Arbeit. Nein. Also den Punkt, den ich ja auch angemerkt habe, also die Leute sind, subhanallah, so wie parteiisch geworden. Wenn du von diesem Mann hörst, ach so, bestimmt bist du auch schlecht wieder. Und wenn sie von jemandem wählen wollen, die geben, weil, deswegen habe ich gesagt, die sind Laien, ja. Ich bin auch ein natürlicher Laie. Sie geben nicht die Speziellen, zum Beispiel, bei dem kann ich das und das und das kritisieren, weil er hat Dalil so und so und so widersprochen. Sondern, ja, ich habe gehört, der gehört zu dieser Gruppe, also am besten höre ich von ihm. Also was kannst du mir falsch bei ihm sagen, weiß ich nicht. Barakallahu fik. Barakallahu fik, das ist eine sehr wichtige Sache. Yani, man muss denjenigen, den man jetzt beurteilen möchte oder verurteilen möchte, nach seinen Taten und nach seinen Aussagen. Zum Beispiel, ich war bei Essen, in Essen und anderen Städten und man sagt, hört man nicht von Abd al-Adim, er gehört zu Jama'at Da'wah und Tabligh. Puff, ich gehöre zu keiner Gruppe. Ich bin Muslim wa kafa und Punkt. Und ich empfehle keinen Da'iya, dass er zu einer Gruppe gehört. Warum? Weil du, wenn du zu einer Gruppe gehörst, dann hast du deine Da'wah so verengt. Einer, der zu den Menschen, zu der Öffentlichkeit rauskommt, er soll zu den Muslimen gehören. Wenn du zur Gruppe gehören willst und du willst aktiv sein in einem Motor, der in einem Land läuft, soziale Arbeit, politische Arbeit und so, kannst du es machen, wenn du einzelner Mensch bist. Aber ein Da'iya, der zur Öffentlichkeit kommt, darf weder zu Ikhwan al-Muslimin noch zu denjenigen, die sich Salafisten nennen oder Salafiyun als Zugehörigkeit in Form von Gruppe und von Partei. In Form von Gruppe und Partei, sondern er soll sagen, ich gehöre wa ana mina minal Muslimin. Ich gehöre zu den Muslimen. Ich will Zugang zu denen und zu denen und zu denen und zu denen. Subhanallah, war der Islam in Gruppen? Subhanallah, sie sind alle Muslime. Und wenn ich nur über Muslimen gut spreche, über Ahl al-Da'wah und Tabligh, dass sie so viel Gutes haben und dass sie viele irregehende Leute aus den Kneipen und aus den Straßen rausgeholt haben und natürlich auch ihre Fehler erwähnt haben, dass sie wenig Wissen haben, dass sie keine Zeit fürs Wissen und so, dann ist man auf einmal zugehörig. Und es gibt Ulama, sie haben auch über sie gut geredet und Ulama haben auch über sie anderes geredet. Und man darf nicht nach Meinungen Parteien bilden oder Gruppen bilden. Und deswegen, man darf nicht jemanden verurteilen durch Gerüchte. Und es war, die Zeit von Gerüchten war schon vor 4 Jahren, 5 Jahren. Uff, so viele Gerüchte wurden gemacht. La hawla wa la quwwata illa billah. Und in den Foren und so. Und yani, vieles war falsch. Erstmal kam total 180 Grad. Und vieles wurde missverstanden. Und vieles wurde anderes übertragen. Das ist das Problem. Und Shaitan macht ja, mashallah, so viel Arbeit in diesen Sachen. Deswegen, al-Ihtiram, Respekt und gut vermuten. Husn al-Dhann, gut vermuten. Gute Mutmaßungen, gute Vermutungen über den anderen. Und Entschuldigungsgründe suchen. Und idha kathurat khayratu ar-rajul, yani dhahabat sayyi'atuhu fi bahri hasanatihi. Wie sagen die Ulama? Wenn jemand so viele gute Sachen macht
und ein paar falsche Sachen, die falschen Dinge verschwinden in dem Meer seiner guten Taten. وَمَنْ مِنَّا قَدْ كَمُلْ. Und wer ist unter uns vollkommen? Und wer ist von uns perfekt? Außer der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, ja, Ikhwan, diese Sachen rate ich allen Brüdern. Iyakum, ich warne euch von Beleidigen, von Beschimpfen, von Leuten oder von Kategorisieren und so. Wie der Bruder gesagt hat, hast du eine Sache, du machst Aufklärungsarbeit über ein Prinzip, über eine Idee, gib deine Beweise, wassalam, ohne Rache von jemandem zu nehmen und ohne jemanden zu beleidigen. Wallahu ta'ala a'la wa'an. Möge Allah ta'ala uns dazu recht leiten. Naam, achi? Ich habe mich nur bedankt. Assalamu alaikum. Ich hatte eine Frage, wenn man als Kellner in einem Eiscafé oder Restaurant arbeitet, mhm, und der Chef meint, dass man nicht das Trinkgeld, was man bekommt von den Gästen, nicht behalten darf. Aber ich jetzt weiß, dass wenn ich von, ich habe meine 10 Fische und ich weiß, decken mir 2 Euro, decken mir 3 Euro. Und das sind mehr wie 30 Euro, aber ich nehme nur diese 20, 30 Euro. Ja. Ohne dass mein Chef es weiß. Ja. Ist es dann haram oder? Der Bruder sagt, ich arbeite zum Beispiel als Kellner in einem Eiscafé oder Restaurant. Und ich habe oder die Abmachung von dem Chef, er hat mir gesagt, du darfst kein Trinkgeld nehmen, sondern zur Kasse bringen. Und ich mache das, weil es viele Tische und das ist insgesamt 30 Euro, 50 Euro pro Tag. Und ich nehme das. Ist dieses Geld haram oder nicht? Ja, dieses Geld ist haram. Weil Mu'minun, die Gläubigen, halten die Verträge fest. Und wenn das die Abmachung ist und aufgrund, auf Basis dieser Abmachung hast du diese Arbeit aufgenommen, dann musst du das halten. Außer wenn du ihm sagst, nein, ich nehme das nicht an. Aber wenn du ihm sagst, okay, einverstanden, kein Cent darfst du mitnehmen. Alles musst du geben. Sonst musst du von Anfang an Klarheit schaffen.